Ilmo, fahrst du schon los? Fahrst du schon los? Ja, ja. Wann startest du? Ah, du bist ja vor mir dran. Hab ich einen Rahmen. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen um 6:30 in Deutschland. Ja, genau. Oh. Da gehst du wieder. Ab mit euch. Moin, Jung. Franz, du willst lachen, Franz? Wo ist denn mein Karl? Oh, mein Husky fahrer da hinten einmal. Ja, als Frau glaubt man das immer nicht. Hey, Herr Drülsch! Um Gottes Willen. Das ist schlecht, ich glaube, ich muss mich dann überstellen. Dann geht es der Kurve besser mit.
Ide! Rot Eckhardt aus Gronach auf PNB R80 GS, Baujahr 85. Immer wieder auf allen Pisten wunderbar anzuschauen, die PNBs mit ihren breiten Motoren, mit den ausgestellten Zylindern. Spütter haben wir immer gesagt, im Geländesport ist das gut, wenn die Rinnen zu tief sind, kann das Motorrad nur bis zu den Zylindern einzünden und dann ist Schluss. Aber es soll ein Eisenhaufen wieder. Ja, die Wintermonika hier im Gespann mit der Startnummer 60, die hat einen Händedruck wie ein Holzmacher, denn das kommt daher, weil sie sich immer so tüchtig festhalten muss auf ihrem halben Quadratmeter, auf dem sie tänzeln muss, aber sie ist eine ganz sympathische, nette Frau. Hier mit der 57 vorbei, Schmidt Helmut aus Meckesheim auf KTM GS 125 Kubikzentimeter aus der Baureihe 1980. Mit der 34 auf ja, es ist viel Gefühl gefragt hier bei einer Bühne und hat letztes Jahr auch seinen 70. Geburtstag gefeiert. Das heißt, 1960. Hey! Mit der Startnummer 75 in Balkon, Schneider Martin aus Deutschland, jedenfalls Michael GF 470. Ja, die Menschen haben noch besten Stand mit ihren alten Motorrädern. Aber wunderbar, haben sie auch ein paar Erinnerungsbilder gemacht, denn es ist nicht alle Tage, dass man solche Motorräder sieht. Mit der 76 Krieger Sascha, ebenfalls Maiko 400, die 77 Pop Sigma aus Neustadt auf Maiko GS 350 Bayern und dann 80. Mit seinen halbscharen Helm, der ähnlich wie unser langjähriger Freund Lippe Hans. Ja, liebe Unterstützung, ich stehe hier am Start von der Erwartung. Die Jungs sind alle noch super, sehr sauber. Die Motorräder in einem guten Zustand. Wir sind hier bei der Startnummer 94 an Grand Ronald aus Niedburg. Auf seiner FPS, eine 50 GF1 aus der Baureihe 1979. Wie fährt sich denn so ein älteres Teil? Wunderbar, dann sind sie dann viel Glück bei den Kunden. Dann haben wir hier Marco, der Startnummer 93. Aber jetzt kommt der Bruder aus Baden-Bern, Marco GF 150 Kubikzentimeter. Alles aus der Baureihe 1979. Wie schaut es denn aus? Ich bin der Meinung, ob man sich einmal sagen wollen. Einmal zwei. Aber, alles Gute. Ja, du kannst dich am Ball werden, das ist eine feine Sache, jawohl. Dann haben wir die Startnummer 1590 in Hoffmann und gestern als Mitglied mit einer 150. Baureihe
Stadt. Der Startnummer 108. Oder Ulrich aus Hunau-Hossau. Eine S-Betriebe S-150G aus der Baureihe aus der Serie 1969. Ein weiterer Bau des Anschluss-Lastenfilms, 107 Ebel und Holger aus Neustadt, auf Gradient DS 125 und 2. Die Fahrer sind die erste Runde gehen, der letzte Teilnehmer und den Bürger-Minuten kommen sie dann in den ersten Rennungsausgleich für die zweite Runde.
Hier ist da drüben ein Wald, ne? Aber ich
aus dem Uwe seiner Ecke oder vom Rainer her? Umfeld, ne? Ja, ja. Also. Ja, ich habe heuer meinen ersten Einsatz, glaube ich, in Weimar ganz. Irgendwas drauf. Aber wenn du selber fährst, dann. Ja, ja, genau. Schön, dass das reicht. Wunderbar, also, viel Glück für die dritte Fahrt. So, jetzt sind wir hier mal in der Nachbarschaftsruhe vom Neustadt bei Vogel. Wir werden schon mit dem Hänger fahren, wo es auch ein bisschen trennt ist. Was macht das Spaß? Yeah.
sehen können. Die Jungs werden richtig mutig jetzt und drehen am Gas und ihre Runden damit durch. Ja, der Dietmar hat beim Stolzer wieder 57, macht wieder Rüdos aus der Strecke und haut seine Staubröhrchen hinter sich her. Dann müssen wir uns nicht aufhalten. Kümmert euch um euer Sportgerät und weiterhin viel Glück. Das war eine ganz klasse Aussage jetzt und wie viel schussigen Klamotten, die man dann hat, der macht das? Ja, das ist der erste Fall, ich habe das eigentlich schussig. Jawohl, wunderbar. Ja, so begeistert ist das, was wir hier sind. Da liegt auf dem Tisch, da kriegt man sich ins Haus. Also, da geht alles. Ja. Ja, ich habe noch erinnern können und wenn dann von einem Streifen nach war, damals schon. Also da müssen wir hier unten deine Standortwechsel.
alles nur für Einfahrt. Dankeschön. Dann haben wir noch einmal die Durchsage zu machen. KDM Kettstadter. Wenn Sie eine gefunden werden sehen, dann bitte am Verpflegungsfeld abstehen. Yeah.
Matthias, beißen! Eine FPM durch eine PMD, Transfer, Kraftunterschied ist
sehr groß, aber dann werden wir unsere Schützen hier erreicht werden. Und Raumschiff und Anzeige wieder leicht geführt.
Wasserfahrzeug,
deiner Meinung oder Zukunft aus der Baureihe.
Jawohl, das ist wunderbar. Bin dann passiert und dann wurde es passiert. Ja, da wird uns alles gut aus dem letzten Leichtberuf. Hans, das ist in meiner Zuhörung. Ja? Gut. Ja, liebe Motorsportfreunde, ich muss jetzt einmal schlau machen, diese Rittmann Metisse, was ist das für ein Motorrad? Eine englische. Ich sehe es an der Fahne, God save the Queen. Wie kommst du dazu, zu dem Teil? Ja, die haben wir jetzt selber zusammengebaut. Die erste haben wir gekauft und zwei haben wir selber zusammengebaut. Ich kann es heute noch in England als Kit kaufen. Rahmen und das ist geil. Was ist alles für wunderbar? Also, das ist eine Runde, alles gut genug, ne? Und das ist das Gebäude, das ist noch, ne? So, jetzt darf ich schon anfangen, die Biografie von Hans Lübbel habe ich Ihnen ja schon, liebe Freunde, reingeschnallt. Jetzt habe ich ihn persönlich da. Es ist ein Outfit, wie es für einen Klassiker einfach gehört. Hans, deine Eindrücke bitte. Ja, das ist heute eine schöne Veranstaltung. Die Welle ist schön und die Zeit reicht sehr gut und wenn man keine Defekte hat, dann kommt man auch wunderbar durch. Ich bin ja heute dann die 36. Meister auf und bin 32 Veranstaltungen gefahren bis 1990. Allein hier in Sonnefeld? Nur Sonnefeld. Super, also wenn man dann sieht, wo hast du deine ganzen Plaketten, deine ganzen Pokale gelagert, wenn ich fragen darf? Ja, ich habe noch ein bisschen einen Platz, aber das ist sehr viel. Das kann ich mir vorstellen. In dieser langen, Wir fahren ja schon Lichtjahre zusammen.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Seine Maiko hat bestimmt unterwegs irgendwelche Probleme.